Ihr habt jetzt wahrscheinlich nur einen Sprung in der Musik. Eine plötzliche Stille, die euch von innen ergreift. Natürlich nicht. Hat es noch irgendwas hier abgeworfen, während ich kurz mir etwas zu trinken geholt habe? Hört doch gleich, meine Stimme ist viel sanfter und weicher geworden. Denn jetzt habe ich ein wenig Wasser von oben auf sie draufgesprüht. Mit dem Stimmbandbefeuchter. Ein Profigerät. Nein, natürlich nicht. Ich habe einfach nur Wasser getrunken. Ist ja Quatsch. Quitsch, Quatsch, Pitti, Platsch. So, weg damit. Weg hier mit. Nicht da weg mit, sondern gehen wir erstmal hin und machen uns mehr Holz. So. La, 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 la. Was mache ich eigentlich gerade da? Bin ja blöd. Das geht ja gar nicht so. Wie ich mir das überlegt habe, ist das nicht drin. Tut mir leid. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir echt mal hier so die 64er-Reihe voll bekommen und uns ordentlich Gestickerei machen können. Zack. Also man muss echt schon Massen an Sticks verwenden. Ey, das ist ja nicht mehr normal. Warte mal, komm, dann machen wir gleich noch mehr Holz. Ey, komm hier, nicht lumpen lassen. Wir haben jetzt ja unsere Holzvorräte für in diesem Fall gar nicht groß angebrochen, sondern sind hier brav hingegangen und haben uns neues Holz gehackt. Also kann man uns da ja keinen Vorwurf machen. Das ist schon auch wichtig. Oder willst du mir etwa einen Vorwurf machen? Oder du vielleicht? Wag es nicht. Sonst werden die epischen, keine Ahnung, irgendwas ist gerade episch, sonst wäre die Musik nicht so. Glaube ich. La, la, la. Ich glaube, jetzt können wir auch gleich wieder hier rüber bauen. Und zwar hier an dem Loch entlang irgendwie. Ding, ding, ding. Warte mal. Oder? Nee, machen wir das hier oben lang. Das ist, glaube ich, besser. Zack, zack. Nein! Ich habe ja gesagt, ich mache das noch ein paar Mal. Jetzt gehen wir hier runter. Das können wir eigentlich... Nee, das können wir nicht lassen. Sollen wir das dann hier so? Jetzt gehe ich aber wirklich schlafen. So für den typischen, so der typische Pan-Shot ist das dann ja hier, ne? Warte mal. Es wäre dann quasi so. Ich versuch's mal nachzumachen. So, okay. Pan-Shot. Das wäre so ein typischer Pan-Shot, den in Minecraft-Videos oder auch in Computerspiel-Videos ihr immer wieder sehen werdet und auch in Filmen. Ist mit so einem Trolley auf so einer Dingens. Komm, leg dich schlafen. Genau, damit die Kamera so schön seitlich in eine Szene hinein oder aus einer Szene hinausfahren kann. Das war episches Schlafen und ich schreite in das Licht. Und jetzt werden wir episch Zäune ziehen. Oder vielleicht auch nicht. Denn die Epik hat sich gerade verabschiedet. Was mache ich eigentlich da? Sehr gekonnt doch. Das ist natürlich Quatsch. Alles Quatsch. Absoluter Quatsch. So. Auch das ist natürlich Quatsch. An der Stelle. Denn so können wir ja gar nicht bauen. Yeah. Dum, 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 dum. Dum, dum. Ich fühle mich gerade irgendwie danach, für ein Abenteuer aufzubrechen. Und diese niederen Tasks, diese niederen Aufgaben anderen Leuten zu überlassen. Aber ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Es wäre irgendwie rücksichtslos, das zu machen. So, wie will ich jetzt hier die Umzäunung verändern, beenden? Bauen wir einfach hier weiter, oder? Einfach so. Ding, ding, ding. Uah! Ja, das könnten wir eigentlich genau machen, oder? Dass wir das dann hier offen lassen? So, und jetzt gehen wir quasi, bevor es hier runter geht,
hier gehen wir dann runter. So. Aber nicht bis runter zum Wasser, oder? Nee, das macht eigentlich keinen Sinn. Da saufen uns ja die Kühe. Das wollen wir ja nicht. Also gehen wir vielleicht bis hier vorne. Und wir laufen einfach weiter an dieser Kante. So, und dann gehen wir hier an der Stelle wieder hoch. Oder jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Wie wollen wir denn die Wiese verlaufen lassen? Wir können natürlich auch sagen, wir lassen die quasi hier entlang. Eigentlich da unten im Tal wäre es cool. Also wenn ich es einfach hier so zuziehe, wäre eigentlich am besten. Dazu müssen wir halt dann an der Stelle hier irgendwo einfach rüberziehen. Komm, dann gehen wir einfach hier wieder hoch. So. Nehmen wir den Baum noch mit rein und machen da einfach zu. Ha! Guck hier. Zack, zack. Nein. Auch nicht da. Ein Trottel. So. Nein! Was soll denn das? Willst du dich über mich lustig machen? So. Und hier unten können wir nämlich ganz leicht abschotten, indem wir hier dann quasi einfach den, also das hier weggraben und im Prinzip das da. Bis darüber. Dann ist dadurch eine natürliche Mauer entstanden, durch die unsere ehrenwerten Viecher nicht hoch können. Also an der Stelle haben wir sie dann quasi eingezäunt. Da können sie hier noch lang raus und sich hier noch ausbreiten, verbreiten, verrumbreiten. Verrumbreiten? Ruhoram, Fifofam! So, jetzt haben wir es ganz sicher gemacht. Dann müssen wir es noch hier wegmachen. Oh, das ist natürlich für unsere konzentrierte Landschaftsbauweise überhaupt nicht akzeptabel. So. Und dann würde ich sagen, ziehen wir hier dann auch zu. An der Stelle. So. So können wir das. Das können wir auf jeden Fall drin lassen. Und dann ziehen wir. Wenn wir sie hier im Tal haben wollen, müssten wir ja quasi das da wegmachen. Guck mal, da lugt schon wieder so ein Stück Stein raus hier. So ein vorlautes Stück Stein. Dann graben wir nämlich das hier weg. Lum, lum, lum. Sieht natürlich ein bisschen unnatürlich aus, aber es ist so gewachsen. Ich habe jetzt nur eine Mauer abgetragen. Und hier können wir dann auch so einen schicken Eingang bauen. Hä? Machen wir das? Will ich doch sagen. Und Zwerchen, Klärchen, Popärchen. So bauen wir dann hier. Nein. So. Und hier kommt dann nachher so ein Gatter rein. Ne, ihr versteht schon. Da oben hier. Cool. Jetzt können wir nämlich auch voll hingehen und die auf keinen Fall freilassen, denn ich habe vergessen, die Schlucht einzuzäunen. Och Gott, ihr tut mir so leid. Aber ich krieg euch da nicht mehr raus. Es geht einfach nicht. Es tut mir leid. Es funktioniert einfach nicht. Ich krieg euch da nicht raus. Oh Mann, so eine Scheiße, hey. Da ist sogar noch ein Schwein dabei. Oh Mann. Aber wie kriege ich euch raus? Ich könnte euch Treppen bauen und euch dann rauslocken. Okay, sollen wir das versuchen? Kuh. Okay, jetzt habe ich natürlich keinen Weizen dabei. Das ist natürlich optimal. So, jetzt habe ich dir eine Treppe gebaut. Okay. Also die Kuh ist ja schon bereitwillig rausgekommen. Das finde ich ja super nett von dir, Kuh. Doch das Schaf hat sich sofort herausgearbeitet. Optimalistisch. Geradezu. Und dem Schwein baue ich jetzt auch eine Treppe. Da. Na?
Komm raus, Kleine. Komm raus, kleines Schwein, komm raus. Okay. Puh. Komm. Schwein. Komm. Honk, honk. So, und jetzt machen wir hier wieder zu. Dummes Tier. Du hättest sowieso da nicht lang gehen sollen, du dummes Tier. Jetzt zäunen wir das nämlich hier einfach voll ein. Dazu müssen wir hier aber noch kurz mal einen durchgraben. Jetzt kommt wieder irgendein Schlaumeier auf die Idee, drüber zu springen. Ich sag ja, die Tiere sind da sehr freiheitsliebend. Oh, Mann, Mann, Mann. Ist aber auch doof gewachsen hier. Gut, jetzt gehen wir hier runter, dann da, da, da. Da. Es liegt schon wieder einer da unten. Oh Mann. Oder habe ich. Nee, die habe ich nicht rausgeholt. So. Falsch. Nur noch ein bisschen. Haltet aus. Ach, das ist eine Blume. Ich vergesse immer, dass man über alles drüber bauen kann, außer über Blumen. Das stabilste Material in Minecraft. Blumen. Teuflisch stabil. So, und jetzt kommst du noch da raus, Kuh. Und zwar so und so und so. Meinsch? Kommst du raus? Kuh. Genau. Komm. Das hat doch keinen Sinn sonst, Kühchen. Nein, 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 nein! Oh, jetzt hab ich gerade, die springt gleich wieder runter. Dumme Tiere, echt. Wie so, oh krass, da ist ein Zaun. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich drüber laufen kann. Guckst du dir an? Guckst du dir an, die Penner? Hab ich's gesagt? Hey, da ist ein Zaun. Ich muss gucken, ob ich drüber laufen kann. Okay, Leute. Wenn ihr meint, dieses Spiel mit mir spielen zu müssen, dann gibt's Dresche. Und zack, liegt's unten. So ein dummes Tier, echt. Ist ja grandios. Und zwar immer, weißt du, so, oh, das ist ein Zaun, ich muss da unbedingt drüber. Koste es, was es wolle. Und wenn es mein Leben kostet. Der Zaun, der muss beklommen werden. Das sind so Dickkopftiere. Unglaublich. Dumme, dumme, dumme Tiere. Ah, jetzt habe ich... Oh, vielleicht langt es sogar. So. Zack, 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 zack. Ah, da bauen wir was rein hier. Ich hab Bock, da eine Treppenstufe reinzubauen. Und es ist schon... Oh, scheiße. Mein Herz. Ups. Hat das Schaf überlebt? Ich glaube nicht, oder? Geronimo! Ins Wasser, Batsch! Schaf überlebt, lass mal gucken. Nein, das Schaf hat nicht überlebt. Okay. Oh fuck, wir haben es voll spät. Hahaha, sehr lustig. Schnell raus hier, schnell raus hier. Die Nacht kommt. Ich habe mich natürlich voll eingebaut, ne? Das ist ja klar. Sonst wäre es ja auch langweilig. Gucken wir mal, ob ich irgendwo hier reinkomme. Ne, jetzt für mich habe ich es natürlich super gebaut. Ganz toll. So, rein da. Da haben wir mal hinsetzen. Schnell, auf, kleiner Mann. Oh, oh, ich höre sie schon. Und ich habe überhaupt keine Waffe dabei und nichts. Wird er es schaffen? Okay, Super Slum braucht mal den Modus nicht machen. Ha, aber im Rennen halt umgedreht, ne? Und voll... Musst du auch erstmal nachmachen? Kannst ja mal versuchen, ob du es nachmachen kannst. Also du, nicht du. So, und jetzt fehlt nur noch ein kleines Stück. Dann haben wir die Zaunsicherheit hergestellt für unsere Tierchen und können sie tatsächlich laufen lassen. Das erschwert natürlich die Farmerei der Tiere etwas. Aber am Ende muss ich echt sagen, finde ich das trotzdem irgendwie schöner. So rein gedanklich. So nach dem Motto, die haben ein schöneres Leben. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das sind ja Minecraft-Tiere, aber trotzdem. Finde ich so irgendwie netter.
So, haben wir es jetzt? Ja. Jetzt haben wir es. Da kann ich nämlich auch die anderen Kühe da oben runterschubsen. Und dann haben wir nämlich alle hier drin. Da kann ich alle Viecher hier reinschubsen in unser kleines Pädchen hier. Habe ich eigentlich Kies dabei? Ne, habe ich nicht. So, und jetzt bauen wir den Zaun ab und lassen alle frei. Zack und zack und zack. Jetzt springen wir aber nicht in die Klinge hier, du. Da bin ich dann auch nicht für verantwortlich, wenn du so doof bist. Und dann müssen wir denen nämlich irgendwann noch einen schicken Unterstand oder sowas bauen, in den sie nie hingehen. Es sei denn, man könnte diesen coolen Trog-Mod, den ich ja schon irgendwie abgefahren finde, aber das ist natürlich auch wieder so ein bisschen so cheaten, so. Du musst dich, eigentlich sind diese ganzen Mods, das sind immer so dieses, oh cool, da braucht man sich nicht mehr drum kümmern. Und dann installiert man sich einen Mod, installiert man sich noch einen Mod und in der Zeit hat man sich so viele Mods installiert, dass man Minecraft gar nicht mehr spielen muss. Mein Lieblingsobjekt ist der Tagit. Das ist so wirklich so das klassische, ich will kein Minecraft mehr spielen Mod. Ist zwar total beliebt, eben genau deswegen, weil man nicht mehr Minecraft spielen muss. Aber das gefällt mir irgendwie nicht vom Konzept her. Widerspricht irgendwie meinem Geschmack. So, Freunde. Ha! Voll gut. Jetzt können wir natürlich auch außerdem auch... Oh, shit. Ich muss natürlich dann super peinlich drauf, genau darauf achten, dass... dass die mir nicht... Ich hoffe, dass die nicht sehr saufen. Müssten sie eigentlich nicht. Sollten sie eigentlich nicht. Aber trotzdem muss ich kurz gucken, ob die hier irgendwo runterkommen. Da kommen sie auf jeden Fall runter. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal hier begutachten. So. Da kommen sie auch runter. Und die laufen nämlich dann, die sliden auf dieser Kante da entlang. Bis sie drüben sind. Das sind so richtige kleine Arschkrampen. Da kommen sie auch drüber. So. Nochmal kurz einmal ringen, rummel, reihen. Hier genau das gleiche. Da könnten sie nämlich auch normalerweise raus. Hier können sie auch raus. Dann sollten wir vielleicht einfach eine einfachere Konstruktion machen. Dann haben wir das Problem auch nicht. Also zum Beispiel einfach so. Genau. Dann machen wir das hier weg. Ist das cool? Eine Weide voller Tiere. Jetzt kann ich noch Futter holen. Futter holen und dann können wir sie fröhlich vervielfältigen. Gerade die Schafe können wir mal eine Runde vervielfältigen. Ich glaube, das lohnt sich durchaus jetzt schon. Die Schweine, wie kann man die nochmal vervielfältigen? Dann brauche ich Karotten, da habe ich aber noch gar keine gefunden bisher. Da muss ich dann erstmal ein bisschen gucken. Wo ich Karotten finde. Da und du und du und du und so und so und hier und da drüben noch. Hi, hi, hi. Kühe, du und du. Jetzt suche ich mir nur noch mal ein Schaf. Ich hatte doch zwei Schafe hier drin eingesperrt, oder? Nicht nur ein Schaf. Das wäre natürlich optimal. Komm mit. Komm, Schaf. Komm mit zu deinem anderen verliebten Schaf. Schafs! Schafs! Schaf? Jetzt kommst du dran. Zack! Findet euch, findet euch! Hat's geklappt? Oh ja, ein Babyschaf. Hallo! So, machen wir hier noch ein paar Kühlchen. Mehr Babykühe. Zack, zack. Und noch mehr Kühe. Zack. Jeder darf einmal. Jeder. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Wir haben jetzt eine echt riesengroße Weide. Da kann man auch ruhig mal ein bisschen Kuhliebe betreiben. So. Sonst sieht nämlich die Weide am Ende nachher so total leer aus. Ist ja auch doof. Ja, das Schwein kann ich jetzt zwar füttern. Oh, warte mal. Hier habe ich natürlich jetzt nicht nachgedacht. Und nicht zugemacht. Zonk, zonk. Genau. Aber ich kann jetzt mal die Kühe hier alle locken. Komm mit. Hallo Kuh. Und du Kuh? Alle mal mitkommen.
Komm, komm. Komm. Oh, komm. Komm, komm. So, zack. Tja, jetzt habe ich leider nichts mehr. Tut mir leid. Also eigentlich tut es mir nicht leid, aber ich kann ja mal so tun. Also hier kommen die natürlich dann auch locker hoch. Das sehe ich gerade ein irgendwie. Nicht sehr überdacht, nicht sehr bedacht. Nein, das war jetzt auch falsch. Eigentlich muss ich konsequenterweise den Zaun hier weiterbauen. So. So quasi. Dann mache ich hier einen Gatter rein. Machen wir das so. Jetzt suche ich mir noch ein Schweinchen. Ah, da unten haben wir noch ein Schweinchen. Ah, eigentlich können wir das gerade mal lassen. Lassen wir das doch. Na? Jetzt haben wir so viele Viecher und alles toll. Jetzt können wir noch ein bisschen noch ein Kmehl, Bohnemehl uns schnappen, unsere Backen-Potatos.